und es hat Bumm gemacht und die alte Kerberbachtalbrücke ist Geschichte. Mehr als 60 Jahre hat sie auf dem Buckel, die Sprengung akribisch geplant, immer ein Spektakel. Geht alles gut? Ja, das ist die bange Frage davor und dann kurz nach 14 Uhr. Dieser Moment, die Brücke fällt, es ist alles gut gegangen und damit herzlich willkommen zu unserer Hessenschau. Ja, wir haben heute live berichtet auf hessenschau.de und auf YouTube über diese Sprengung. Der Knall war kilometerweit zu hören und alle, die vor Ort waren in Beselich, Heckholzhausen, das liegt bei Weilburg, denen ist dieser Wumms durch Mark und Bein gegangen. Keine zwei Sekunden dauert es, bis die 135 Meter lange Brücke Geschichte ist. Seit 1960 rollt der Verkehr über sie. Jetzt wird sie mit nur 35 Kilo Sprengstoff umgelegt. Ein echtes Event für die Gemeinde. Der Ort ist klein, man hat die Chance, an jedem Event teilzunehmen. Ja? Und klar, so eine Sprengung hat man nur einmal. Die meisten erleben das ja nur einmal. Für mich ist es auch die erste Sprengung, die ich hier live mitbekomme. Und warum kann man das nicht verbinden? Was Gutes für die Ortsvereine tun und gleichzeitig den Zuschauern einen tollen Aufenthalt hier geben. Abgerissen werden kann die Brücke, weil es mehrere hundert Meter weiter seit einigen Jahren bereits den vierspurigen Ausbau der A49 gibt, als vielgenutzte Verbindung von A3 und A45. Jetzt soll die 16 Meter hohe Brücke mit einem sogenannten Vertikalkollaps zu Fall gebracht werden. Dafür wurden unter der Brücke Fallbetten aufgebaut, die die tonnenschweren Brückenpfeiler möglichst sanft auffangen sollen. Die Sprengsätze selbst sind hinter den grauen Decken in die Brückenpfeiler eingelassen. Dann geht's los. 3, 2, 1, Zündung! Auf den ersten Blick ist der Sprengmeister zufrieden. Letztendlich ist es ja so, stellen wir uns mal vor, es hätte hier nicht so funktioniert, die Sprengung hätte nicht so funktioniert, wie wir das gewollt hätten. Das wäre gar nicht auszudenken gewesen. Und diese Anspannung, die hat man natürlich, ganz klar. Um eine genaue Aussage zu treffen, müssen sich Rauch und Staub verdünnisieren. Erst dann sieht man wirklich, wie gut der Sprengmeister seine Pfeiler ins Bett gebracht hat. Ich bin zufrieden. Es ist alles so gelaufen, wie der Sprengmeister es geplant hat. Von daher keine Probleme. Niemand wurde verletzt. Es ist auch nichts irgendwo hingesprungen. Rundum zufrieden. Und auch für die Zuschauer war es ein beeindruckendes Spektakel. Ich fand das Ganze wirklich sehr cool, mal mitzuerleben. Da man das Ganze mal ein bisschen verfolgt hat, auch damals in Limburg, wurde hier auch mal die Brücke gesprengt. Das haben wir einfach nur durchs Fernsehen mitgekriegt. Und sowas mal im eigenen Dorf mitzuerleben, war einfach spektakulär. In den kommenden Wochen zerkleinern dann die Abbruchbagger die Brückenteile und bereiten sie für den Abtransport per LKW vor. Der Stahl ist natürlich zu 100% rezyklierbar. Der wird als Schrott quasi wieder neu geschmolzen. Und der Betonabbruch, der wird in einem sogenannten Brecher, in einem mobilen Brecher hier wahrscheinlich, klein gemacht und wird dann als Gesteinskörnung im Pflaster- und Wegebau zum Beispiel wieder eingesetzt. Am Ende ist alles gut gegangen. Einzig neu nach über 60 Jahren, die Kerkerbachtalbrücke steht jetzt nur noch in unserem Archiv. Hessen will Fahrradland werden. Das ist das erklärte Ziel der hessischen Landesregierung. Bis 2030 sollen viel mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs sein. Dafür braucht es aber gute, sichere und vor allem viel mehr Radwege in Hessen. Im letzten Jahr sind gerade mal 9 Kilometer neuer Radweg in Hessen entstanden. Da ist doch das klare Ziel. Da muss doch deutlich mehr gehen. Hier soll er hin. Der neue Radweg zwischen Fürnheim und Hüttenfeld an der L3111 im Kreis Bergstraße. Ein kleiner Teil ist sogar schon fertig. Gerade an solchen Straßen sind Radwege aus Sicht der Radfahrerlobby besonders wichtig. Es ist einfach so, dass natürlich im ländlichen Raum Menschen überhaupt nur dann Fahrrad fahren können, wenn sie Verbindungen haben zum benachbarten Ortsteil, zur benachbarten Gemeinde, um zum Arzt zu fahren, zum Einkaufen zu fahren, zur Schule zu fahren. Ohne diese Radwege ist Radfahren im ländlichen Raum nicht möglich. Und es ist aber einfach so, dass Radfahren natürlich kein Privileg von Menschen in Großstädten sein darf. Und deswegen brauchen wir dringend noch mehr Bemühungen, um die Radwege an den Landes- und Bundesstraßen auszubauen. Das Problem, von der Planung bis zur Eröffnung von Radwegen kann es, wenn es schlecht läuft, 7 Jahre oder länger dauern.
Wenn man einen Radweg baut, kann das so aufwendig sein wie der Bau einer Autobahn, bis auf die Luft- und Lärmbelastung. Die muss man nicht prüfen, alles andere schon. Man braucht den Grund und Boden, man muss dafür sorgen, dass man sozusagen naturschutzfachlich alles abgeprüft hat. 35 besonders dringende, über ganz Hessen verstreute Projekte haben heute der Verkehrsminister und die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil vorgestellt. Sie wollen damit das Tempo erhöhen. In den letzten 8 Jahren wurden entlang von hessischen Landesstraßen 44 Kilometer Radwege neu gebaut, davon 9 im letzten Jahr. Und von den 7200 Kilometern Landesstraßen haben nur 870 einen Radweg an der Seite, etwa 12% also. Viel zu wenig, findet der ADFC, begrüßt aber die Prioritätensetzung bei neuen Radwegen. Hessen Mobil schaut da natürlich zum einen darauf, wo ist der verkehrliche Nutzen besonders groß, wo haben die Landkreise auch regionale Radverkehrsnetze, wo die Projekte entsprechend gut einzupassen sind. Und natürlich geht es auch darum, wir haben in ganz Hessen einen großen Nachholbedarf. Die Mittel für Radwege in Hessen sind noch einmal erhöht worden auf ein Rekordniveau. Aber das löse nicht alle Probleme. Geld braucht man, aber selbst wenn man 100 Millionen zur Verfügung stellt und keine Planerinnen und Planer hat, dann kann man das Geld ja gar nicht verbauen. Insofern kommt es immer darauf an, dass man am Ende Planungsverfahren beschleunigt, genügend Menschen hat, die das auch dann in die Realität umsetzen können und dann eben das Geld, um, wenn die Projekte baureif sind, sie auch bauen zu können. Und deswegen dürften auch in den nächsten Jahren einige hessische Radwege weiterhin ins Nichts führen. Da gibt es also noch einiges zu tun bei diesem Thema. Nach Wiesbaden bekommt jetzt auch Frankfurt eine Waffenverbotszone. Jetzt kommen die Nachrichten mit dir, Kai. Ja, laut Oberbürgermeister Josef geht das konkret um das Bahnhofsviertel in Frankfurt. In diesem Bereich dürfen ab 1. November nachts zwischen 20 und 5 Uhr keinerlei Waffen mehr getragen werden. Dazu zählen unter anderem auch Pfefferspray und Messer. Als Grund nennt Josef, dass sich dort die Zahl der Straftaten mit diesen Gegenständen in den vergangenen Jahren verdreifacht habe. Mobilfunkmasten gibt es ja viele bei uns in Hessen, aber im Taunus in der Nähe von Bad Camberg steht jetzt der erste, der sich auch selbst mit Strom versorgen kann. Wie es funktioniert und welche Vorteile das für uns alle hat, wir haben es uns heute bei der offiziellen Einweihung mal zeigen lassen. Diese 8 Mikrowindturbinen machen ihn in Hessen einmalig. Heute war es leider windstill, aber wenn denn mal viel Wind weht, braucht dieser Mobilfunkmast keinen zusätzlichen Strom. Der Mobilfunk in Hessen muss nachhaltig und krisenfest werden, sagt die Digitalministerin. Wir haben das ja in der Vergangenheit erlebt. Deswegen ist für uns und gerade für mich als Digitalministerin eine große Zukunftsaufgabe, auch in Sachen digitale Infrastruktur unabhängig zu werden. An insgesamt 52 Mobilfunkmasten in Deutschland sollen diese Mikrowindturbinen jetzt angebracht werden. Auf 40 Metern Höhe. Ein Pilotprojekt. In Zukunft sollen die Mikrowindturbinen auch auf Industriegebäude gebaut werden. Für private Hausbesitzer lohnen sie sich leider nicht. Seit 2018 ist der heutige Tag, also der 19. Oktober, ein offizieller Gedenktag der Stadt Frankfurt. Gedacht wird der ersten Massendeportation von Jüdinnen und Juden im Jahr 1941. In der Frankfurter Paulskirche wurde heute daran erinnert. Die Zeitzeugin Edith Erbrich, die damals 5 Jahre alt war, erzählte von ihrer Deportation und wie sie von ihrer Familie getrennt wurde. Am 19. Oktober 1941 wurden 1.100 Frankfurter Jüdinnen und Juden ohne Vorankündigung gewaltsam aus ihren Wohnungen verschleppt und quer durch die Stadt zur Großmarkthalle getrieben. Von dort aus wurden sie in das Ghetto Litzmannstadt im besetzten Polen gebracht. Es ist Zeit für Bücher im Moment. Es ist die 75. Frankfurter Buchmesse. Ja, und diese 75. Buchmesse wird überschattet vom Krieg in Israel, von einer sehr angespannten Weltlage und auch noch von dem Thema künstliche Intelligenz. Wie wird das diese Branche verändern, über die ja mal Heinrich Heine gesagt hat, die Welt der Bücher ist die gewaltigste, die der Mensch je erschaffen hat. Gedanken aufschreiben, spannende Geschichten zu Papier bringen. Schon seit Jahrhunderten lesen wir alle, was geniale Köpfe erschaffen.
Doch seit gut einem Jahr scheint nichts mehr, wie es war. KI, künstliche Intelligenz, schreibt mit. Für Autorin Jennifer Becker ist das künstliche Gegenüber aber noch keine echte Konkurrenz für Autoren aus Fleisch und Blut. Vielleicht ist es auch meine romantische Vorstellung als Autorin. Aber ich glaube, dass wir immer auch das Bedürfnis haben nach menschlichen Erfahrungen. Wir wollen auch Texte lesen, die Menschen geschrieben haben. Wir wollen autobiografische Stoffe lesen. Wir wollen aber vielleicht auch kritische Themenfelder von Leuten, die sich sehr explizit mit Themenfeldern auseinandergesetzt haben, Expertisen mitbringen, eine kritische Perspektive darauf entwickeln. Noch ist das, was die Leser in Büchern finden, von Menschen erdacht. Emotionen, Erfahrungen, die sind für gute, für packende Geschichten wichtig, findet Markus Dömer vom Carlsen Verlag. Doch KI ist Alltag. Alle müssen damit umgehen lernen und viele Autoren nutzen den künstlichen Partner, um ihre Erzählungen vielleicht noch besser zu machen. Wir wissen ja, dass jedes Buch irgendwo Phasen durchläuft und es gibt hin und wieder mal so was wie so eine Schaffenskrise. Und da habe ich jetzt schon von einigen gehört, dass sie das dann durchaus nutzen für so einen nächsten Step, einfach um Ideen zu generieren. Und das funktioniert sehr gut. Geistiges Eigentum zu schützen und kreative Vielfalt zu erhalten, das wird die Herausforderung der Zukunft sein. Die KI haben das Problem, dass wenn sie nur von sich selber abschreiben, ein sogenanntes Overfitting entsteht. Das ist wie wenn sie eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie machen. Es entsteht nichts Neues. Das heißt, auch zukünftig wird es menschliche Fantasie, menschliche Einfühlungsvermögen und menschliche Intelligenz brauchen, um hier Originelles zu finden. Eine Branche im Wandel. Doch am Ende wird es vor allem darauf ankommen, was die Kunden lesen möchten, wenn sie ein Buch aufschlagen. Es gibt ja viele Tierfreunde in Hessen und heute hat der Deutsche Tierschutzbund Gudrun Stürme, eine besonders engagierte Tierschützerin, ja ausgezeichnet. Sie kümmert sich nicht um Hunde und Katzen, die sind ja sehr beliebt, sondern um einen Vogel, der auch bei den Tierfreunden absolut nicht in der Top 10 der Lieblingstiere rangiert. Sie haben einen richtig schlechten Ruf. Stadttauben. Sie sind viele, sie fressen Müll und sie machen Dreck. Was viele Menschen nicht wissen, Tauben sind kluge Tiere, können sich viel merken und leben sehr sozial. Aber auf unseren Straßen geht es ihnen nicht gut. Sie sind unterernährt, krank und werden überfahren. Für ein besseres Taubenleben kämpft die Frankfurterin Gudrun Stürmer. 82 fand sie zum ersten Mal einen verletzten Vogel und kein Tierheim wollte ihn aufnehmen. Ich habe auch deutlich diesen Unterschied gespürt. Also das sind Tiere, Hunde und Katzen. Und das ist eben eine Taube. Das ist was anderes. Aus einer privaten Rettungsaktion wurde ein Engagement von über 40 Jahren. Und ein Verein, das Frankfurter Stadttaubenprojekt. Das Projekt betreut zum Beispiel sogenannte Taubenschläge. Hier in dem Taubenschlag sitzen die Tauben, sie schlafen hier. Und vor allen Dingen, sie brüten hier. Und das ist der Knackpunkt. Dieses Ei ist der Knackpunkt. Dadurch, dass wir die echten Eier, die Gelege durch diese Gips- oder Kunststoffeier austauschen, reduziert sich der Bestand. Den Bestand reduzieren, das ist wichtig, denn Stadttauben sind keine Wildvögel. Sie sind Nachfahren von Haustieren. So gezüchtet, dass sie das ganze Jahr lang brüten. Ein menschengemachtes Problem. Auch unter Vorurteilen leiden die Tiere. Zum Beispiel, dass sie übermäßig viele Krankheiten übertragen würden. Es gibt keine so relevanten Krankheiten, die Tauben verbreiten. Es gibt 2, 3, 4 Ornithosefälle im Jahr. Manchmal stehen die in Zusammenhang mit Brieftauben. Wenn sie wirklich so krank machen würden, dann wäre es einfach so, die Menschen müssten scharenweise um uns herum krank werden. Ein lebenslanges Engagement für Tauben. Das ist etwas Besonderes, findet auch der Deutsche Tierschutzbund. Und dieser zeichnet Gudrun Stürmer heute Abend für ihr Lebenswerk aus. Tauben sind Tiere, die es leider sehr, sehr schwer haben in unserer Gesellschaft, obwohl sie wirklich mitten unter uns leben. Und Frau Stürmer hat da wirklich seit vielen, vielen Jahren in Frankfurt wirklich ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt und zeigt eben auch, wie man nachhaltig Taubenschutz betreiben kann, wie man den Tieren helfen kann, aber gleichzeitig eben auch durch die Errichtung von Taubenschlägen, Taubenhäusern auch dafür sorgen kann, dass die Anzahl der Tiere runtergeht. Stürmer freut sich über die Auszeichnung und denkt natürlich zuerst an die Vögel. Vor allen Dingen bedeutet es mir, dass die Tauben noch mal im Fokus stehen. Die haben es wirklich verdient.
Und ich hoffe, dass dieses mediale Interesse eine Weile anhält. Graue Vögel, die alles dreckig machen. Oder clevere Tiere, die Respekt verdienen. So wie alle Lebewesen. Ja, das ist doch mal ein ganz neuer Blick auf die Tauben. Die Ermittlungsbehörden in Hessen haben im vergangenen Jahr unrechtmäßige Gewinne aus Straftaten in Millionenhöhe abschöpfen können. Details kommen jetzt in den Nachrichten. Mit dir, Kai. Ja, nach Angaben des Justizministeriums kamen insgesamt rund 3,5 Millionen Euro zusammen. Das Geld habe die Eingriffreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sicherstellen können. Sie ist zuständig bei Delikten wie Geldautomatensprengungen, Waffen oder auch Drogenhandel. Am Sonntag vor genau 80 Jahren haben die Alliierten 400.000 Bomben über Kassel abgeworfen und weite Teile der Stadt in Schutt und Asche gelegt. Eine Sonderausstellung mit noch nie gezeigten Objekten erinnert ab Samstag an diese Bombennacht. Wir durften heute schon mal einen Blick in diese Ausstellung werfen. Kassel in Farbe kurz nach der Bombardierung. Das zeigen Fotos, die neu aufgetaucht sind. Und immer wieder kommen Zeitzeugen zu Wort, die ihre ganz persönlichen Geschichten teilen. Auch Erinnerungsalben erzählen von der traumatischen Nacht, in der 10.000 Menschen ihr Leben verloren. Die Ausstellung geht bis April kommenden Jahres. Sie haben Geschichte geschrieben, die Frauen von Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft steht in der Gruppenphase der Champions League. Dank einer starken Teamleistung und einem wunderbaren Hattrick gestern Abend gegen Prag. Faire Spielerinnen, fairer Kampf. Und sie sind in der Gruppenphase. Dank 3 Toren in nur einer Halbzeit von Barbara Dunst haben es die Frankfurter Spielerinnen geschafft. 3:0 gegen Sparta Prag. Besser geht's wohl nicht. Oh, ich hab Gänsehaut. Das war ein Riesentraum von mir, von uns war das ein Traum. Und wir schreiben Geschichte mit der Eintracht. Auf den Frankfurterinnen und auch auf den Bayerinnen ruhen nun die deutschen Hoffnungen der Champions League. Wer gegen wen in der Gruppe wird morgen ausgelost. Bis dahin ist auf jeden Fall Feiern und Tanzen angesagt. Und Frankfurt kann wieder auf Titel hoffen. Mit den beiden deutlichen Siegen zuletzt machen die gut gelaunten klar, Europa, wir kommen mit Barbara Dunst im Gepäck. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Das waren die Nachrichten und weiter geht's jetzt mit Christine. Ja, danke schön, Kai. Genau so ist es. Wer eine Wohnung sucht, der merkt, das ist verdammt schwer, gerade in Hessens größter Stadt. In Frankfurt, das ist genau das Thema dieser Woche. Das Bauen steckt in der Krise, Wohnungen dringend gesucht, Thema unserer Woche. Und heute mit dem Blick eines Stadtplaners, der verrät uns, vor welchen Herausforderungen Frankfurt steht. Unsere Stadt knackt ja bald die 800.000 Einwohnermarke. Frankfurt wächst und wächst. Jedes Jahr steigt die Einwohnerzahl um rund 3.700 Menschen an. Aber wohin mit all den Neubürgern und Bürgerinnen? Dass solche Flächen seit Jahrzehnten nicht vernünftig genutzt werden an so einer zentralen Stelle in Frankfurt, also das ist ein echter Skandal. Vor welchen Schwierigkeiten stehen Städtebauer aktuell? Wie wollen wir wohnen in den großen Städten? Kaum zu glauben, aber auch in Frankfurt gibt es noch ungenutzte Flächen, die sich als Wohnraum eignen würden. Neue Wohnkonzepte in der Stadt werden gebraucht. Städtebauer stehen vor der Frage, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, in der Stadt zu bauen oder ob man besser im Umland neue Baugebiete erschließt. Es wird ja manchmal auch gesagt, in Frankfurt können wir nicht weiter Wohnungen bauen, man muss das in der Region lösen. Aber das bedeutet, dass dann in der Region, in der Wetterau oder im Rottgau oder in Rheinhessen, neue Wohngebiete entstehen mit Einfamilienhäusern, mit Reihenhäusern, wo die Leute mit 2 Autos unterwegs sind. Und das ist ökologisch einfach völlig unsinnig. Das Sinnvollste ökologisch ist einfach in der Stadt zu bauen, weil ich da dicht bauen kann, weil ich wenig Boden in Anspruch nehmen kann, weil ich einfach meinen ganzen Alltag viel besser ohne Auto organisieren kann. In den 1990er Jahren verkaufte Frankfurt zudem viele Flächen, sodass die Stadt nur noch über wenig Raum selbst verfügen kann. Und der, den es gibt, der wird oft nicht genutzt, wie hier nahe dem Wasserpark. Und hier sind wir in dem Bereich, in dem sich über Jahrzehnte hinweg minderwertige Nutzungen breit gemacht haben. Gebrauchtwagenhändler, hier wurden alte Autos verkauft, Schrott verkauft. Und hier muss dringend Wohnraum geschaffen werden, weil hier steht die Straßenbahn vor der Haustür. Hier kann umgehend was passieren. Also, das muss nicht noch weitere 10 Jahre dauern.
Dabei drückt die Städteplaner nicht nur der Mangel an Wohnraum. Der demografische Wandel muss mitgedacht werden. Die Menschen werden immer älter. Dazu kommt der Klimaschutz, der immer wichtiger wird. Bestehende Infrastruktur muss gesichert sein. Und die Quartiere müssen sich sozial und wirtschaftlich entwickeln können. Damit all diese Punkte in Zukunft beachtet werden, machen sich Studierende der Universität Kaiserslautern Gedanken über die Umstrukturierung eines Frankfurter Stadtviertels, dem Gutleutviertel. Dazu haben sie in Kleingruppen Ideen ausgearbeitet, die sie der Stadt nun präsentieren. Die Menschen sollen selber aus diesem grauen Alltag rauskommen und danach die Möglichkeit haben, sich selber sportlich zu betätigen, was Gutes für die Gesundheit zu tun. Aber auch der Aspekt der Verbindung. Zum einen wollen wir klar einmal die Verbindung nach Norden, Richtung Gallus, aber auch in Richtung Westen und Osten, in die anderen Stadtviertel. Das Gutleutviertel soll mit den anderen Teilen der Stadt besser vernetzt werden. Weil hier Gewerbe, Industrie und Wohngebäude direkt beieinander stehen, stellte das Frankfurter Stadtplanungsamt den Studierenden eine besondere Aufgabe. Sie sollen Wohn- und Gewerbe neu miteinander verbinden und dabei nicht an altbekannten Wohnkonzepten festhalten. Wir sind ja weg von dieser reinen Funktionstrennung. Hier wird gewohnt, da wird gearbeitet. Wir wollen in Zukunft das wieder enger zusammenrücken lassen. Wir haben nicht mehr so stark die Industrien, die Wohnen beeinflussen, negativ beeinflussen. Es gibt eben auch ruhigere Gewerbebetriebe und da können wir das zusammen auch zum Quartier wieder vereinen und lebendig gestalten. Neue Wohnkonzepte für die Stadt mit pfiffigen jungen Ideen, damit möglichst schnell lebens- und liebenswerter Wohnraum entsteht, der so dringend gebraucht wird. Ja, jetzt gehen wir raus aus der Stadt, rein ins Hessenland. Wir ziehen das dolle Dorf der Woche, wie an jedem Donnerstag. Das macht heute für uns Nora Enns. Nora, vor 4 Wochen, da hast du dein letztes dolles Dorf gezogen. Da war es ein bisschen anders von den Bedingungen her, ne? Ja, da war ich noch mit so leichten Sommerschuhen und mit Kleidchen unterwegs. Aber ehrlich gesagt merke ich jetzt doch gerade, mit meiner Winterjacke heute habe ich es eventuell doch noch ein bisschen übertrieben. Es gibt ja immer wieder Dörfer, die sind ein bisschen traurig, wenn wir dann im Herbst oder im Winter kommen. Aber ich bin mir ganz sicher, wir finden ganz viele tolle Geschichten, herbstliche, lauschige Plätzchen in unserem Dorf, in das uns der Herbstwind weht. Und das ist Brombach. Das gehört zu Fürth, hat 51 Einwohner und liegt im Kreis Bergstraße. Das ist ja mal ein kleines Dörflein. Bin gespannt, wie viele Einwohner da heute Abend sich zusammentreffen. Rufen Sie uns an unter 069 155 2490. Dann treffen wir uns heute Abend und besprechen, was wir Schönes bei Ihnen drehen können morgen. Ja, ganz herzliche Grüße nach Brombach. Und wenn du nicht alle über 50 Einwohner und Einwohner mit Namen kennst, na dann. Bis dann, Nora. Ja, von der Dollesdorfzeit geht's in die Zuckerrübenzeit. Es ist Zuckerrübenernte in ganz Hessen. Die Landwirte sind wieder ganz fleißig. Die Zuckerrübe hat sich ja ihren Namen Königin verdient. Sie wächst nur auf ganz ausgewählten Böden und muss gehegt und gepflegt werden wie eine Königin. Und das heißt im Moment roten Teppich ausrollen und ganz schön harte Arbeit. Ernten, verladen und liefern. Waschen. Zerkleinern und kochen. Hochsaison bei der Rübenernte in Nordhessen für das weiße Gold, Zucker. Im Frühjahr hat er sie gesät. Jetzt lässt Landwirt Niklas Stauffenberg seine Rüben keine Sekunde aus den Augen. Er beobachtet konzentriert den Erntevorgang. Genau genommen sitzt er hier drin noch den ganzen Herbst. Für mich ist es mit die schönste Jahreszeit. Man hat jeden Tag andere Bedingungen. Es ist mal feuchter, es ist mal schief, mal gerade. Jeder Rübenschlag ist individuell anders. Ja, und man ist halt auf sich selbst, sage ich mal, gestellt, um die beste Arbeit abzugeben. Seine Arbeit endet erstmal hier am Feldrand. Überall in der Region entstehen die typischen Rübenmieten. Lange Reihen von Rüben, die jetzt bald bei den ersten Frösten auch abgedeckt werden und nach in die Zuckerfabrik geliefert werden können. Und kaum sind die Reihen aufgeschichtet, kommt die Maus. Maus heißt Mietenaufnahme-Umsetzsystem. Das nimmt also die Miete auf, reinigt sie
und setzt sie um sozusagen dann auf die LKWs drauf, also verlädt sie. Weil der Abtransport sonst so teuer ist, haben sich Landwirte zusammengeschlossen und teilen sich die Erntetechnik und Transport. Rübenernte und Anlieferung der Rüben zur Zuckerfabrik koordiniert Moritz Vorholzer. Er kennt so ziemlich jeden Acker im Umkreis von 60 Kilometern. Ja, wir hatten ja doch wieder ein sehr trockenes Jahr. Da war natürlich die Befürchtung erstmal groß, dass die Ernte nichts wird. Wir hatten dann aber Ende Juli, Anfang August ausreichende Niederschläge und gerade die Region hier hat besonders profitiert, sodass jetzt für alle doch eine recht ansehnliche Ernte anstehen wird. Die Landwirte fahren ihre Rüben dann in die Zuckerfabrik nach Wabern. Bis zu 400 Lieferungen kommen täglich hier an. In der Fabrik in Wabern wollen sie nachhaltiger werden. Das Wasser der Rüben wird wieder recycelt, denn die bestehen zu 70% aus Wasser. Nach dem Zerkleinern werden sie in riesigen Kesseln eingekocht. Der Zuckersaft wird durch Erhitzen immer weiter eingedickt und so lange gekocht, bis sich Zuckerkristalle bilden und damit Zucker entsteht. Bis zu 150.000 Tonnen Zucker pro Jahr werden aus den Rüben gewonnen. Dass die Fabrik in Wabern den Zucker möglichst regional vermarkten will, findet Niklas Stauffenberg gut. Das stärke die Landwirte. Mir ist der heimische Zucker dann doch lieber wie der irgendwo aus Brasilien aus dem Zuckerrohr kommt. Und deswegen bin ich eigentlich ein großer Fan auch von der Zuckerrübe. Und es ist halt die Königin der Feldfrüchte. Für genügend Zucker im Kaffee ist in Hessen also gesorgt. Nur den Kaffee selbst werden wir wohl weiterhin woanders herbekommen müssen. Tja, bei den Bildern muss ich gleich mir ans Frühstück denken. Da gibt es Zuckerrübensaft. Nein, Sirup aufs Frühstückbrot. Jawohl. Echt? Gleich morgens? Klar. Morgen muss sein. Eher zuckerfrei bei mir. Aber gut. Die Nachrichten gibt es nochmal. Um 21:45 heute Abend die nächste Hessenschau für Sie. Ja, und um 19:45 alles Wissen mit Thomas Ranft. Da dreht sich's heute rund ums Wohnen. Sag mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist. Für manchen könnte es vielleicht ein bisschen peinlich werden. Ich lasse dich nicht in meine Wohnung. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.